Herzlich willkommen zurück zur Let's Play FIFA 14 Ultimate Team. Mein Name ist Glabur, ja voilà, und weiter geht's. Wir sind dabei und versuchen in der Liga zu bleiben, würde ich schon fast sagen, statt aufzusteigen. Bei 4 Spielen, wenn ich alle gewinnen würde, wären es 4er, 8er, 12 Punkte. Ja gut, hätten wir 20 Punkte. Verbleibende Spiele 4. Punkte Diagnose 12. Ja, ich hoffe einfach nur, wir können in Liga 6 bleiben, nach so langen Nicht-Spielen immer, ist es schwer aufzusteigen. Ich muss einfach wieder Minimum einmal die Woche aufnehmen und dann auch spielen. Und dann sollte das auch passen. Ja, würde ich mal so sagen. 4-3-3-4. Okay, spanische Mannschaft. Ich hasse spanische Mannschaften. Ich kann das nicht. 82, 100, der hat es auf jeden Fall drauf, der Typ. Heute muss ein Dreier her, du dei. Heute muss ein Dreier her, du dei. Heute muss ein Dreier her, du dei. Heute kriegen wir richtig aufs Maul, das merke ich schon an seiner Spielweise. Ja, wusste ich. Sergio Busquets! Ja. Ja, drück doch weg den Scheiß. Och Leute. Wenn das mal was Tolles gewesen wäre. Mein Gott, wieso ist denn der Spieler jetzt so schnell? Was für eine scheiß Kameraansicht ist das jetzt? Warum ist die Kamera jetzt so asozial? Luis Gustav. Lars Bender. Oh, Bender! Schwein gehabt. Gleich gekontert. Sie sahen schon aus wie die sicheren Sieger. Jetzt fällt der Ausgleich. Ja, hier nichts tricksen, Möcker. Das kann ich genauso wie du auch. Ja, das kann heutzutage jeder. Man braucht nur einen vernünftigen Controller und jeder kann tricksen. Dankeschön, Weidenfeller. Schieß doch. Ich hab doch schon aufgeladen. Oh. Soldado. Ey, ich komme auf diese Kameraeinstellung überhaupt gar nicht klar. Aber der Torhüter war mit einem unglaublichen Reflex noch da. Total asozial, wie der Typ spielt. Naja, egal. Ja, das wird ein Tor. Oh, Weidenfeller. Diese Kameraeinstellung, Leute, ne? Das gibt mir gerade ja richtig auf die Kuhhaut. Warum habe ich so eine scheiß Kameraeinstellung? Elia, das ist noch eine Solidarität und Liebe unter den Menschen. Sie helfen ihnen. Abgefälscht, eine Scheiße. Hätte gefährlich werden können. Ich sitze kacke. Aber die Kamera ist ja wohl mal gerade richtig assi. Pass auf,
Also das muss ich mir nochmal durchlesen. Kann jetzt jeder die Kameraeinstellung spielen, die er will? Und wenn ich nicht zu Hause spiele, kriege ich dann seine Kameraeinstellung? Oder wie soll ich mir das jetzt vorstellen? Also das wird mich ja richtig ankotzen. Ich habe noch nie mit in so einer beschissenen Ansicht gespielt. Keine Ahnung, was das ist. Also ich spiele ja halt erst Ultimate Team seit 2013 und da habe ich ja nur kurz angefangen und habe dann ja gesagt, 2014 fange ich dann richtig an damit. Aber was ist das jetzt hier für eine Scheiße? Jetzt mal ganz ehrlich, Leute, die Kamera ist ja wohl mal richtig asozial. Also muss ich jetzt laufen, ich sage, ich würde am liebsten das Spiel abbrechen, weil ich so sowieso nicht spielen kann. Ja, Weinfeller macht hier seinen Namen wieder alle Ehre. Wer hat aufs Tor geschossen? Wie oft hat er aufs Tor geschossen? Alles für Sie ausgerechnet. Die Spieler sind so schnell, die scheiß Spanier. Sergio Busquets. Ey, spiel doch ab, Mann! So ein Scheiße hier immer. Wenn ich drücke, dann drücke ich. Und dann will ich auch, dass der Ball abgespielt wird. Und nicht erst in 50 Jahre später. Mein Gott, sind seine Spieler schnell. Ja, spiel nicht nach unten auf den Spieler, da wo du hinspielen sollst. Da springt er an dem Ball vorbei. Boah, das wird echt eine hammerharte Runde hier. Jawoll! Aubameyang! Mama mia, Leute! Heilige Scheiße, ey! Oh, ich trickse! Wie alt bist du? 5, der da gerade spielt? Scheiße, vorbeigelaufen. Kann ich auch hier. Ich trickse. Habt ihr gesehen? Dann bin ich jetzt nur ins Ausgetrickst. So was Dummes. Ja, meinst du, ich lass mich hier tausendmal von dir verarschen oder was mit deinem... Ich bleib jetzt ruckartig stehen. Abzug. Ah! Hätte ich mal oben reingepasst, glaube ich. Ich glaube, da oben... Ja, da oben läuft er. Scheiße. Zu spät gesehen. Ja, nichts da, Freundchen. Oh, zu kurz. Präzise Flanke, das stellt die Verteidigung vor keine Probleme. Mandzukic, jetzt könnte es gefährlich werden. Ja! So. Mann, ey, das kann nicht sein, Leute. Jetzt räume ich hier auf, jetzt trete ich ihn in den Arsch. Kann nicht sein, ey. Ich hasse Leute, die da rumtricksen und können es nicht. Und er lernt auch nicht auf seine Fehler. So, und jetzt? Hat meiner wieder nicht abgespielt. Lauf, Aubameyang, lauf, Baby! Und Flanke! Und... Ah, nicht rangekommen, der Müller. So ein Mist. Da war eine Menge Spaß und Action drin in dieser
ersten Halbzeit. Eingeschlagen. 3:2. Die Pausenführung. Ich muss gewinnen, Leute. Ich muss gewinnen. Das war wirklich Gift. Da haben wir schon eine Menge gesehen in der ersten Halbzeit. Ich hoffe, es hört mich auf. Ich bin guter Dinge, Manni. Die sind beide nach vorne offensiv ausgerichtet. Schon im Mittelfeld holen sie sich den Ball. Bin nicht offensiv ausgerichtet, bin sogar defensiv ausgerichtet. Man muss nur offensiv spielen. Oh, also die hat, oh hat er nicht geschossen, der Müller. Hä? Abseits oder was? Ach, scheiße. Fuck. Kacke, das war Müll. Das habe ich scheiße gemacht. Subotic. Elia. Jawohl. Er gewinnt den Zweikampf. Jawohl. Aubameyang. Ah, jetzt komme ich so langsam wieder ins Spiel, Leute. Ist ja wohl nicht wahr hier. Und da fängt er sich schon wieder ein Tor. Also manchmal ist man ganz nah dran zu fordern, dass der Torwart ausgewechselt wird. Ja, und das ist noch nicht mal ein Witz. Das ist tatsächlich eine Alternative, denn der steht völlig neben sich hier heute. Steht heute völlig neben sich. Mandzukic. Jawoll! Bender! 5-2. Der lässt hinten alles offen stehen, der Dussel. Hinten. Hinten ist er komplett offen. Vorne macht er schön Druck, aber wenn man dann auf defensiv stellt, hat man keine Chance. Oh, da habe ich Passfehler. Nein, 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 nein. Ich will die Spanier an die Wand pissen, la 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 la. Ich mag sie nicht, ich mag sie nicht, ich kann sie nicht so leiden. Ach, spiel doch ab. Eieiei, nein, 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 nein. Das macht mich das wieder. Mich juckt die Nase, Leute, ja? Das ist ja ganz, ganz widerlich hier gerade. Ganz, ganz widerlich juckt mir hier gerade die Nase. Jawohl, jawohl, komm, lauf doch! Und Abzug! Oh, und Abzug, Abzug! Ja! Ah, oh, Mandzukic. Mama mia. Kleine Lusche hier. Ich weiß nicht, sowas wie eine Demütigung. Ja, ja, also das ist ja nicht das erste Mal, dass wir hier so eine Situation haben. Die Partie ist gelaufen. Ganz klare Führung jetzt. Sergio Busquets. Schönes Stellungsspiel, so kann Richtigkeit abfangen. Wunderbarer Start. Nur Respekt an den Spieler. Er gibt nicht auf, er kämpft weiter und das ist das, was ich manchen Spielern in FIFA wirklich groß anschreibe. Auch wenn sie gerade mal eine Packung kriegen, sie geben nicht auf. Das ist nicht so meine Kunst. Da gebe ich nicht. Bin ich ganz ehrlich. Das war ein Köllerchen. Und, oh, wie flanke ich denn zurzeit? Das kann ich nicht mehr. Ja, was ich
die erste Folgen so gut immer hingekriegt habe, das kriege ich nicht mehr hin. Seitenwechsel. Komm, Elia. Oh! Und! Oh! Fuck, Leute. Das wäre ein Traumtor gewesen. Guckt euch das an. Und. Boom! Schade. Schade. Oh, zu kurz, oder? Oh, die war gar nicht so kurz. Aber ich komme auf diese Kamera nicht klar, Leute. Das ist ja so ein ungewohntes Bild. Und die Situation ist bereinigt. Gute Übersicht. Im richtigen Moment ist er am richtigen Ort. Eieiei. Sergio Bocquet hat kein Tor geschossen, denn er ist ein Pfeifen-Anton. Mach oben bitte. Danke. Hier, die Leute mal austricksen. Ah, oh, jetzt wollte ich auch mal tricksen. Seht ihr, das ist das, wenn man tricksen will, ja? Und dann drücke ich auch noch die falschen Button. Button. Nach oben bitte. Nach unten bitte. In den Lauf spielen. Boah, ah, oh, Aubameyang, ey, da hat er mir im Weg gestanden, der Spieler. Eieieiei. Ohrenbetäubende Stille auf den Rängen. Aber Manni, das kann kein Wunder angesichts der Vorstellung der Gastgeber. Aubameyang. Och, Mann, das klappt nicht. Vorhin hat er immer alles hinten offen gehabt. Jetzt hat er wohl hinten zugemacht. Mir juckt die Nase heute, Leute. Das ist ja... Da fällt mir ja gerade die Kinnlage hier runter, so oft wie die juckt. So. Oh, da hat er sich noch hingelegt. Der gegnerische Spieler. Oh, abseits. Sag ich doch. Abseits. Mein Gott, Kevin, bist du jetzt so blöd? Jetzt aber. Jetzt. Schieß. Da. Ende. 6-2 gewonnen. Mandzukic, Bender, Aubameyang, Luis Gustavo. Aubameyang und Bender, bei ihm hat Soldado und Sergio Bocquet geschossen. Bester Spieler 9,9, Aubameyang. Ich habe noch nie eine 9,9 gesehen. Muss ich ganz ehrlich sagen. War ein schönes Spiel. Hat hinten zu viel offen gelassen. Hätte er dich dazu gemacht, hätte ich wahrscheinlich gegen die Spanier keine Chance gehabt. Schüsse aufs Tor hat er sogar mehr gemacht. Ballbesitz hatte ich mehr. Zweikämpfe gleich, Fouls gleich. Ecken hatte er mehr und Schussgenauigkeit war ich besser und Passgenauigkeit war er auch besser. Also man muss mal so sagen, von den Statistiken her war er eigentlich besser wie wir. Den Klassenerhalt haben wir auf jeden Fall geschafft. Wir bräuchten jetzt noch 5 Punkte. Das würde bedeuten, wir müssten 2 Spiele gewinnen von den 3, die uns überbleiben. Dann würden wir sogar in Liga 5 aufsteigen. Wäre ein toller Erfolg, wenn ich ganz ehrlich bin. Müssen wir mal abwarten und Tee trinken, wie es ausgehen wird. Ich sage vielen Dank fürs Einschalten bei FIFA 14 Ultimate Team. Mein Name ist Glabur. Ich hoffe, es hat euch gefallen, die kleine Runde. Bis zum nächsten Mal wieder. Ciao, Bilaui.